Hallo und herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag. Heute unter anderem mit Eindrücken vom Faschingswochenende, Bilder vom Handballderby Bregenz gegen Hart. Und natürlich gibt es auch heute die aktuellsten News, Wetter- und Sportinformationen. Dieses Wochenende war das finale Faschingswochenende und es ging närrisch zu im Ländle. Wir waren unter anderem beim Umzug in Rankweil mit dabei und haben einige bunte Bilder für Sie eingefangen. Als eine der ersten Gemeinden in Vorarlberg setzt Rankweil ein Zeichen gegen Alkoholmissbrauch und Sachbeschädigungen in der Faschingszeit. Gemeinsam mit der Marktgemeinde Rankweil hat die Faschingsgilde dafür ein Konzept aufgestellt. Es gibt erstens keinen harten Alkohol mehr, es gibt keinen Schnaps mehr, es gibt keinen Wodka, das ganze Zeug gibt es nicht mehr. Und seitdem ist das letzte Jahr schon viel friedlicher gewesen und läuft tipptopp an. Jetzt schauen wir höher, ob es so weitergeht. Wir sind zufrieden. Pünktlich um 13.45 Uhr eröffneten dann die hauseigenen Schalmeien mit ihrem Präsidenten Dietmar Breuß und Bürgermeister Martin Summer den Umzug. Jetzt haben wir der Schalmeienzug in der Faschingszeit eine gern gesehene Unterhaltungs- und Stimmungsmusik. Auch wenn es um soziale Veranstaltungen geht, ist der Schalmeienzug gerne dabei. Bei einer Bombenstimmung zog der Narrentross von der Bahnhofstraße entlang bis zum großen Festgelände auf der Gastra. Ja, das ist Bombe aus Afrika. Sie gehen super gut auf Essen. Für viele Gruppen gilt der Umzug in Rankweil als einer der schönsten im Ländle. Und auch der Bürgermeister aus Rankweil lässt es sich nicht entgehen, beim großen Umzug mit dabei zu sein. Der Höhepunkt ist tatsächlich der Kinderfaschings Rankweil. Man sieht sich am heutigen Tag wieder rechtzeitig zum Umzug. Haben sich die Wolken verzogen und ist Sonne da. Und es kommt schon von überall her die vielen Leute. Und ich glaube, das ist ganz das Schöne, dass von überall her die Leute kommen zu dem Umzug, um da miteinander fröhlich feiern. Den gesamten Bericht über den Umzug gibt es ab morgen Dienstag im Ländle TV Wochenmagazin. Und bei uns geht es jetzt weiter mit dem Newsblock. Elbst zollt Papst Benedikt vollsten Respekt. Nachdem Papst Benedikt heute Montag aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt mit 28. Februar 2013 bekannt gab, kommt aus Vorarlberg Verständnis. Für den Vorarlberger Diözesanadministrator Benno Elbst komme der Schritt zwar überraschend, zeuge aber von menschlicher Größe. Elbst bedauere den Rückzug des großen Theologen sehr. Feuerwehr entdeckte Tresor in Kanal. Die Feuerwehr wurde eigentlich zum VKW-Kanal gerufen, um eine LKW-Ladewand zu bergen. Bei der Ankunft entdeckten die Feuerwehrmänner aber einen weiteren Gegenstand im Wasser. Gemeinsam mit der Wasserrettung wurde der aufgeflexte Tresor dann geborgen. Die Polizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe sind bislang noch unklar. Und 17-Jähriger zu 12 Monaten Haft verurteilt. Wegen schweren Raubes mussten sich heute ein 15-Jähriger und zwei 17-jährige Burschen am Landesgericht Feldkirch verantworten. Das Opfer, ein 17-Jähriger aus Altach, wurde von den dreien mit einem Messer bedroht und geschlagen. Weiters entwendeten sie ihm einige Wertgegenstände. Für den vorbestraften 17-Jährigen, welcher mit dem Messer hantierte, gab es 12 Monate, vier davon unbedingt. Die beiden anderen Burschen wurden wegen Beitrag zur Nötigung und Unterlassung der Verhinderung einer mit Strafe bedrohten Handlung verurteilt. Am Samstag fand das Handballderby Bregenz gegen Hart statt und wir haben die Highlights für Sie zusammengefasst. Den Gelb spielten Hausherren ohne Abwehrchef Philipp Günther und Draschko Mrvaljevic zeigten sich trotz der Ausfälle zunächst kämpferisch. Dank der lautstarken Unterstützung ließ sich die Svensson-Truppe nicht abschütteln und schaffte es, am Meister aus Hart dran zu bleiben. Auf dem Parkett zeichnete sich ein offener Schlagabtausch ab. Die Spannung war förmlich zu spüren. Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit stand es 8:9 aus Sicht der Bregenzer. Dann erhöhten die Gäste aus Hart allerdings das Tempo. Bei Bregenz schlichen sich plötzlich Fehler ein und so warfen sich die Roten Teufel noch vor dem Seitenwechsel eine komfortable 4-Tore-Führung heraus. Spielstand nach 30 Minuten 9:13.
Nach der Halbzeit versuchten die Bregenzer weiterhin im Spiel zu bleiben. Allerdings fehlte Podvrsic und Co. das letzte Quäntchen Kraft, um mit der routiniert aufspielenden Harder Mannschaft mitzuhalten. Zu viele vergebene Chancen und technische Fehler waren Grund dafür, dass die Hausherren immer weiter ins Hintertreffen gerieten. Die Gäste aus Hart nutzten ihre Chancen dagegen eiskalt aus. Nach 55 Minuten leuchtete eine 10-Tore-Führung von der Anzeigetafel. Spielstand 17:27. Spätestens da war die Partie entschieden. In der Schlussphase rissen sich die Bregenzer zwar noch am Riemen, die Fans durften noch ein paar Tore bejubeln, aber schlussendlich musste sich Bregenz Handball dem Alpler HC Hart mit 22:30 geschlagen geben. Bregenz bleibt in der Tabelle somit vorerst auf Rang 6, Hart kletterte zurück an die Tabellenspitze. Den gesamten Beitrag zum Handballderby gibt es ebenfalls ab Dienstag im Ländle TV Wochenmagazin. Und weitere Meldungen aus der Welt des Sports gibt es jetzt. WM-Einsatz für Marcel Mattis. Der Hohenemser wird bei der alpinen Ski-Weltmeisterschaft am Dienstag am Teambewerb teilnehmen. Neben Mattis vertreten auch Marcel Hirscher, Philipp Schörghofer, Michaela Kirchgasser, Nicole Hosp und Carmen Thalmann die rot-weiß-roten Farben. Nichts zu holen gab es für die Dornbirn Lions im Heimspiel gegen die Mattersburg Rocks. Unterlagen die Messestädter 83:90. Die besten Szenen vom Spiel sehen Sie ab Dienstag im Ländle TV Wochenmagazin. Beendet ist das Dienstverhältnis zwischen dem Fußball-Erstligisten Cashpoint Altach und Rainer Scharinger. Der Verein und der Ex-Coach einigten sich auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung. Scharinger war ja am 4. Jänner diesen Jahres beurlaubt worden. Und Tennisspielerin Tamira Paschek ist in der Weltrangliste weiter auf dem Weg nach oben. Im aktuellen Ranking belegt Paschek Platz 26 und ist somit so gut platziert wie noch nie. So viel zum Sport und was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, das zeigen wir Ihnen jetzt. Benedikt XVI. Habe eine große Verantwortung für das Amt des Papstes bewiesen, meinte Diözesanadministrator Benno Elbs zum überraschenden Rücktritt des Papstes. Bankenkonferenz, Unternehmenskredite werden 2013 teurer und die wirtschaftliche Lage für Banken schwieriger. Und Jugendliche verurteilt, Teenager-Trio mobbte und bedrohte einen 17-jährigen Altacher im Schwimmbad mit einem Messer. Das war es auch schon wieder von Ländle TV, der Tag vom 11. Februar. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen minus 5 und 1 Grad. Der Wind weht mit 3 km/h aus Süd-Südosten. Am Dienstag ist es meist stark bewölkt oder bedeckt. Zuerst schneit es nur gelegentlich leicht, ab dem Abend dann nimmt der Schneefall etwas zu. Meist gibt es nur mal leichten Frost. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 6 und minus 2 Grad. Die Höchstwerte minus 1 bis 3 Grad. Am Mittwoch ist es dann meist bewölkt. Zeitweise dürfte es auch noch leicht schneien. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 9 und minus 6 Grad. Die Höchstwerte minus 5 bis minus 2 Grad. Am Donnerstag wird es dann recht sonnig, einzelne Nebelfelder sollten nicht von Dauer sein und am Freitag gibt es dann Schneeregenschauer bei Temperaturen von 0 bis 3 Grad.